Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von The Forest. Ja, heute knabbern wir ein wenig an Fußnägeln rum. Wir haben einen Kotnascher im Stream und es wird richtig heftig beleidigt. Also bleibt dran, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und bis gleich. Ciao! Eben, deswegen lasst es bleiben. Schreibt lieber bei mir welche. Und dann, wenn Sonki die Forest-Video rausbringt, natürlich auch. Auf jeden Fall. Ich schreibe unter jedes Sonki-Video, wenn die Forest rauskommen. Weil normalerweise müsste Sonki ja meinen Kanal in seinen Videos verlinken. Hab ich. Ja? Werde ich. Und dadurch werde ich ja dann automatisch benachrichtigt, kann sie anschauen, kann coole Kommentare schreiben, liken natürlich und einen Sonki dann vielleicht eine Schachtel Moscherie schicken. Oh, das wäre super. Wenn das gut macht. Oh ja. Wenn das so macht wie seine anderen Videos und keine Intros und keine Outros drin hat und einfach bloß los geht's sagt, dann kriegt er von mir eine auf den Hodensack geknallt. Aber. Naja, wenn du schon mit mir mithalten willst, dann musst du es so werden wie ich. Ich bin dein Mentor. Und ich bin dein Vater. Tja. So, wo ist denn was zu essen? Ah. Es hängen ein paar Füße rum. Ja. Ich knapp's mir mal einen weg. So. Yoshi ist ein Kotnascher. Wunderschön. Ein Kotnascher. Yay, schreibt, ihr seid so geil. Danke. Du bist auch geil. Bitte, ich bin richtig meine geil. Ganze wir sind alle geil hier. Ey, erst auf die ganze Community ist der Wahnsinn. Wir haben so viel Gaudi immer in den Streams. Auf jeden Fall. So geil. Einzigste, was ich ein bisschen von meiner Community vermisse, ehrlich gesagt, sind doch wirklich auch die Kommentare unter den Videos. Die vermisse ich ein bisschen. Da kommen, ich habe glaube ich schon, natürlich schon ein paar, aber so, Alte. Von den Standardleuten, also die, was jetzt im Stream dabei sind, glaube ich, haben bei mir noch nie einen Kommentar. Tja. Weil ihnen schreiben zu blöd ist. So, die Alte nehme ich mir auch mit ins Haus. Sprachnachricht hinterlassen. Ja. Vorsicht, so. Baum fällt. Sonki, was tust du da gerade? Ich mache mir eine nicht Sammlung. Das, was ich denke, oder? Oh doch, ich habe schon zwei Leute hier. Oh no. Oh ja. Machst du da gerade Leichenschändung? Oh ja. Die sind schon tot, die merken eh nichts mehr. Oh ja. Das muss wehtun. Oh ja. Ich bin fertig. Ich will auch mal. Oh, da kommt schon der Nächste. Na, Süßer. Hey. Und ihr wisst ja, gell? Schön auf einen Haufen. Ja, komm. Ja, was ist los? Hier, komm mal her. Na? Du kleine Schwuchtel, komm her. Ja, komm. Du kleine Schwuchtel. Dreamgirlie, ja. Dreamgirl schreibt, nein, mein Privatleben auf YouTube ertrage ich einfach nicht. Jetzt muss ich wegen euch und deiner Decke mir mitleiden. Du müsst dich noch ein bisschen ritzen dazu, wenn es bitten darf, weil sonst nimmt dich keiner ernst. Wer will eine Ritze ritzen? Was? Also, das ist doch eine Sache. Du kannst deine Ritze ritzen, aber hat der Sonki gesagt. Was? Ja. Das ist geil. Ich fäll hier Dickholz und die laufen. Ja, ich muss dir jetzt mal schlachten hier. Ja, ich komm und helf dir. Na, brauchst du nicht. Das sind doch bloß ein paar Viecher. Ich hau unsere Mauer gerade noch kaputt. Ja, es ist alles klar. Ja, deswegen muss ich jetzt gleich wieder. Oh, da ist die nächste. Oh, da ist noch eine. Dich nehme ich auch mit. Bist so ein perverser du geile Dumsack. Schnitte. Hast du auch so deine Freundin kennengelernt? Ja, die habe ich auch. Erstmal K.O. geklöppelt und dann einfach mit ins Zimmer genommen. Und dann an den Haaren. Dann genau an den Haaren dann in die Höhle gezogen. Ja, genau. Etwas primitiver, aber die Variante funktioniert scheinbar. Ja. Die ist aber eigentlich gar nicht deine Freundin, sondern sie hat dieses, scheiße, wie heißt das Syndrom? Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom, genau. Ja. Das Stockholm-Syndrom bei dir. Oh so ja. Vogel! Bleib mal nach der Aufnahme bist du Single. Nach Schmarrn. Nee, nach der Aufnahme habe ich erstmal 5 neue Weiber hier in der Hütte. Ja, ich sehe es. Ich muss mal kurz deine Sammlung begutachten. Ja, 3 habe ich schon. 2 fehlen noch. Du kannst ja noch so ein Effigy hinbauen, damit sie stehen. Ja, mir steht auch gleich einer. So, aber das könnte ich echt mal machen. Ihr seht das alle gerade, gell? Sonki sammelt die Weiber hier, auch wenn sie schon grünlich werden, ohne Kopf und ohne Arm sind. Oder schon männlich. Oder schon männlich geworden sind durch das Kopfabhacken. Ja. So, wo haben wir denn Effigies? Das bauen wir jetzt gleich mal dahin.
Oh, geiles Effigy. Yeah. Custom Effigy. Jetzt sehe ich es erst. Ich bin komplett ausgebrannt. Nichts mehr zu saufen, nichts mehr zu fressen, kein Kondition. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so geil. Das sind die typischen Probleme eines Mannes. Ja, genau. Nichts zu saufen, nichts zu fressen. Total im Arsch. Ja, toll. Ich habe jetzt einen Stock hier hingebastelt und den habe ich erstmal angezündet. Ist ja super. Ich hau mir auch mal kurz ein Bein rein. Ist ein Träumchen, was ich hier gemacht habe. Hey, habt ihr nicht vorher Leute geknechtet? Wo sind die? Die sind alle oben in der Hütte. Ja. Mit Beinen und Füßen. Damit mit Beinen und Füßen, ja. Anstellen, glaube ich. Yeah. Habe ich schon. Die sind alle schon befleckt. Dann esse ich die nicht mehr, hau ab. Mit ganz viel Protein. Mhm. Das glaube ich dir sogar. Oh ja. Ist nicht nur Quark drin, ist auch Quark dran. Oh Gott. Ja, ja, deswegen kommt er immer nach Hause. Ist einfach ein Träumchen, ey, leg am Arsch. Ein Träumchen, das sagt doch Gronkh immer, du scheiß Nachmacher. Weißt du, ich finde Persönlichkeit. Ich finde es so witzig, wenn es Leute sagen, weil es ist nicht nur so, dass eine Person einen Sprachstil hat, sondern meistens ergibt sich das aus seiner Umgebung. Wollte ich nur mal anmerken. Du bist Erzieher und darfst nicht Traum sagen, sondern Träumchen. Ja, genau, ich bin niedlich. Oh, da kniet einer. Okay. Hallo, Mister, willst du in meine Sammlung? Willst du es jetzt auch mit Männern tun? Hab ich schon. Bist du so tief gesunken? Ich bin nicht tief gesunken, ich bin tief eingedrungen. Oh. Hey, draußen sind noch drei, also wenn du noch Bedürfnis hast. Ich habe immer Bedürfnisse. Rennen noch ein paar rum. Ich bin chronisch untervögelt. Oha. Ja, das zum Glück ist deine Freundin gerade im Chat, gell, dass sie das auch mitbekommt. Ja. Darf sie ruhig. Ich habe ja noch keine eindeutige Antwort bekommen von. Ich habe das jetzt einfach nur mal so gesagt und das Teil brennt einfach immer. Oh, hey, schau mal, da läuft jemand. Hallo. Willst du mich vögeln? Huch, renn doch nicht weg, meine Süße. Oh, Treffer. Oh. Ab geht's. Gute Nacht, mein Lieber. Der ist schon gegrillt. Geil. So, jetzt verreck doch endlich mal. Ich wollte gerade einen Baum fällen und fliegt mir ein Vogel durch dieses Ding und dann habe ich dem die Beine abgehauen. Einfach schön. Was? Kann ich den mit da hochnehmen? Oh, nee, das ist schon wieder extrem laggy. Das kann jetzt eigentlich gar nicht mehr sein, ne? Es liegt nur an dir, Bart. Das muss ich doch mal. Ist es denn bei euch auch so, bei den anderen? Weil ich muss sagen, ich bin nicht ausgelastet. Also es kann echt nicht mehr an mir liegen. Hey, Alter, willst du mich verarschen, du Schlampe? Ja. Da hängt es auch schon wieder tatsächlich. Da unten ist schon wieder so eine. Ja, die hat mich umgebracht. Tötet mich, tötet sie. Tötet mich, ja klar, komm her, mach ich gerne. Mach ich auch mit. Wo ist denn eine Bank? Ich brauche noch eine Bank. Bart, mein Upload ist sehr gut. Daher... Also aktuell, Moment, ich kann mal kurz gucken. Toll. Liegt dabei 3 MB die Sekunde. Und das ist ja eigentlich jetzt nicht die Welt, muss ich sagen. Aber schaut mal nach, ob es jetzt gleich wieder besser wird. Wie baut man Elevated? Hey, rette mich doch mal, statt dass du da baust. Bist du schon wieder tot? Ja. Wo denn? Ah, da. Job! Wo bist denn du? Am Boden. Ach, da unten hängt auch noch so ein Knirps. Ja. Komm mal zu mir, Muschi, hallo. Ja, ich geh jetzt rein. Ich bin bedürftig. Oh, der habe ich das Teil aber voll in die Birne gerammt. Und die lebt einfach immer noch, ist klar. Du alte Zibbe. Hui. So. Die hat einen ganz schönen Hammer drauf, du. Alter, die hat ja schon keine Haare mehr. Von zwei Seiten penetriert. Die hat wenigstens noch Haare, die nehme ich. So. Ich nehme alles, was... Was? Hey, schau mal, die hat einen Wackeldackelkopf. Jetzt. Hat er bei mir vorhin auch eine. Oh, die gammeln schon. Jetzt wird schon wieder hell. Toll. Wo sind jetzt die Leichen? Ich muss Frühstück machen. Hier ist oben. Ist da noch genug Frühstück? Oh, fuck, ich bin runtergefallen. Wir brauchen Geländer. Werf sie dir runter. Die fangen schon an zu gammeln, die Alten. Ist es denn immer noch so, ganz kurz, warte einen Moment, ich schreibe mal den nochmal ganz kurz in den Chat.
Ah, wie langsam die fliegen. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Das kann ja gar nicht sein. Warum liegt denn das am Upload? Was ist denn da los? Ja, ey, hier schlägt irgendwo noch irgendeine Fotze unsere Wände. Was? Die alte Knapse. Die nehme ich mir gleich mal vor. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich geh mal gucken. Guck mal. Ich mach Frühstück. Mach mal. Muschi, wo bist du? Okay, gut, also bei den Zweien. Zwei läuft's wieder. Also scheint sich jetzt gerade wieder zusammengerissen zu haben. Ah, ich glaube, ich habe sie gefunden. Frühstück. Gut. Die ist ja schon meldet grün. Euch, wenn es wieder so ist, weil ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Glaube ich zumindest. Oh, die hat auch wieder so einen Wackelkopf gehabt. Sieht immer ganz cool aus. Die ist ja schon grün, die alte. Die darfst nicht mehr essen. Ne? Hä? Wie repariere ich die Bank? Da musst du so komisch hinschauen, dann kommen solche runden Zeichen. Aber dafür musst du Holz hacken, weil du, wie heißt das, ich hab's hier repariert. Brauchst. Hab's hier repariert. Hartz 4 oder Hartz 5? Hartz 3. Ja. Oh, ich sollte was essen. Ich muss euch mal ganz kurz, ich rede zwar weiter, aber ich muss mal kurz aufstehen, mein Arsch tut so weh. Ja, sorry, war ich. Macht aber nicht nochmal. Was mach ich nicht nochmal? Dich verräumen. Hey, die werden ja alle braun, grün. Ja, ganz komisch. Ja, es ist nach der Zeit, gammeln die Leute halt. Wallplanter? Aber wir sind doch hier nicht beim ZDF. Was? Oh, so. Bart schreibt, wie alt seid ihr Zockerinos eigentlich? Nur ich bin 12. Ich 14. Ich bin bald 13. Also ich bin auch noch 12, aber ich bin ein Weihnachtskind. Oha. Ja, ich werde am 24.12. nämlich dann wieder 11. Oh, das ist super. Nee, also ich bin 21. Ich 26. Und Domme 45. Sack. Fuck you! Es kam aber spät. Okay, Jungs, ich würde sagen, wir machen jetzt noch kurz die Mauer fertig und dann gehen wir in diese Höhle, wo ich vorhin schon rein wollte. Alles klar, machen wir. Ist das ein Deal oder ist das ein Deal? Deal or no deal? Fett Deal. Ja. So, Domboy, tu mal wieder was für was das, was du bezahlt wirst. Tu mal ein bisschen hier Bäume fällen. Was? Wo seid ihr denn? Ich setze mich hier mal kurz hin. Was hast denn du in der Hand? Hör auf! Ich wusste es! Ich hab's schon gesehen! Ohne Scheiße! Warum? Was war das? Er hat mich mit einem Stein beworfen. Das ist bei der Forest ein Heiratsantrag, gell? Ja? Echt? Bewerfen. Oha! Ja. Na, dann weißt du ja, was auf dich zukommt. Mhm. Boah, hier, ich ess mal so ein Gammelfleisch, Alter. Oh Gott. So, ich sollte mal schnell was trinken. So. Was ist eigentlich euer Lieblingsgetränk? Wen fragst du gerade? Euch. Den Chat oder uns? Euch. Lieblingsgetränk? Ja. Bier. Alkoholisch oder nicht alkoholisch? Ist egal. Dann Bier. Egal, alkoholisch oder nicht alkoholisch. Ach Gott. Oder eine Flasche Bourbon. Aber nur eine Flasche. Ja, wegen einer halben fange ich gar nicht an. Und deins? Wasser. Was? Ja, tatsächlich. Aber russisches Wasser, oder? Nein, einfach nur Wasser. Pures H2O. Nein, pures H2O wäre tödlich. Aber ja, natürlich. Wieso? Warum nicht? Ich finde Wasser voll geil. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das ist ja total seltsam. Ihr wertschätzt es einfach nicht. Das ist euer Problem. Doch, ich trinke den ganzen Tag nur Wasser. Ja, ich auch. In der Arbeit und so, aber abends trinke ich auch nur Wasser. Ich trinke auch nur aber jetzt gerade im Moment trinke ich nur einen Bull eigentlich. Bei mir ist auch Wasser. Ja, natürlich. Ja, stimmt, aber Domme ist auch einer, der trinkt echt sehr viel Wasser auch. Also immer wenn wir einkaufen sind, dann kauft der Domme Wasser. Außer heute. Holt er sich Bull. So wie ich.
Aber das war heute, glaube ich, auch nötig, weil ich habe noch 9 Dosen eigentlich nur für heute Abend. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass es heute... Oh, jetzt ruckelt es bei mir gerade ein bisschen. Das ist nicht bei euch, das ist bei mir! Ja, schieb mal die Dose rüber. Stimmt, yay, hast recht, da muss ich... stimmt. Hast recht. Ich muss mal... Du hast selber 3 Dosen gekauft, wo sind denn deine? Hab ich schon gesagt. Huch! Ist ja Wahnsinn. Macht von euch eigentlich noch irgendjemand hier gerade einen Bau oder sammelt ihr alle gerade bloß weiter? Ich hab gerade repariert hier, Achso. Ja, ich hab was gepflanzt. Hallo? Okay. Okay. Ah, stimmt, warte, ich mach mal das kurz. Jai schreibt gerade, oder Yay, schreibt gerade, wir sollen an die Axt Federn machen, dann ist sie schneller. Ah ja, das könnten wir mal machen. Das mache ich gerade. Ja, das mache ich jetzt auch mal. Combine, geht nicht. Toll, wie viel? Keine Ahnung. So viel du willst. Geht da jetzt? Kann ich da auch mehr nehmen jetzt? Ja, ich frage mich nicht auch kombinieren. Gerade. Ich kann es schon nicht kombinieren. Hä? Bei mir geht's nicht, ne? Also. Ja, irgendwas fehlt Axt, da noch. Axt? Harz. Tree Sap. Was du noch? Ich kann. Ach so. Nicht. Remove, equip. Ne, also. Ich kann aus irgendeinem Grund. Oh. Kann ich nicht. Oh, fuck. Vielleicht deswegen. Ja, also. Ich hab einen Bambi getötet. Und einen Zonky. Da bin ich mal schnell weg vom Fenster. Was war das denn? Huch. Es war einer, der da hinter dir stand und der hat das Bambi getötet. Das nehme ich mal aus. Und ich bin wieder da? Oh, vielen ja, Dank. Ja, ich hab dich wiederbelebt. Oh, voll geil. Ich nehme einfach mal den Kopf. Hey, nein, den wollt ihr nicht. Ja. Häng ihn wenigstens vernünftig auf und leg ihn nicht wieder bloß ins Haus. Nee, ich hänge ihn ans Haus dran. Kannst du das? Natürlich kann ich das. Aber dazu muss ich erstmal den Kopf finden. Hast du ihn schon wieder hingeschmissen und dann ist er weg? Nee. Der ist... Da liegen ganzen Leichen. Oh, scheiße, ich glaube... Da hängt er. Hast du was zerstört, Domi, oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Domi. Du Penner! Ich höre wieder doppelt. Super. So, ich würde ganz gerne noch eine Plattform nach draußen bauen. Tu dir keinen Zwang an. Mach ich auch nicht. Hast du den jetzt schön aufgehängt? Ja. Weißt du schon, da gibt's extra so einen Kopfpin, gell? Ja, der hängt doch schon. Guck doch mal nach, Mann. Wo hast du den hingehängt? Draußen hin. Wo draußen? Der hängt direkt vor der Tür. Ach, draußen am Haus? Da, ja. Wo der vorher auch hing? Ja. Soll ich mal einen Haikopf besorgen? Das wäre geil. Mach ich doch einfach. Hä, warum kann ich dem hier keinen... Der hätte aber, ehrlich, Sonki, du bist kein Jägerhaus. Der hätte richtig schön in die Mitte rein müssen, in die Gaube. Die schreiben, es hängt schon wieder? Das ist merkwürdig. Hast du jetzt auch eine Bambusleitung gekriegt, oder wie? Keine Ahnung. Das wäre mir jetzt neu. Ich bin immer noch bei den gleichen Werten so. Ganz komisch. So, haben wir hier noch Bäume? Schöne, wunderschöne Bäume. Aber wir haben es fast geschafft. Alle kurz hoch, einmal schnell speichern. Ich starte einmal alles neu. Router, PC ja, und so weiter. Alles klar. Fliegen wir dann aus dem Game raus? Ja. Schade. Weil ich der Host bin. Du bist der Horst? Ja. Okay. Ja, den Baum, den lasse ich mal noch stehen. Den dürft ihr umhauen und selber Ding einreißen. Aber warte noch kurz, ich möchte noch schnell die Baumstämme verbauen. So. Ach so, dann hier. Dann sind wir auch gleich schon oben, hoffe ich. Boah. Da bin ich. Hallo, Schnucki. Jo, speichern. Wow, Hauptsache. Du bist so passiv, ich trenne mich von dir. Warum? Pff. Wer? Du. Habt ihr gespeichert? Ja. Nein. Ja. Gut. Ups. Also, dann Exit. Bye, bye.
Also, ich starte schnell einen kompletten PC neu in allem drum und dran, gell? Alles so, klar. Seid ihr alle weg? Na, gleich. Jawohl. Ihr zwei bleibt ja da, ich komme gleich wieder. In dem Spiel? Ja. Nö, da hängt sich doch alles auf. Ich komme gleich wieder. Ja, mach das. Ich schlag euch gerade tot. Ja, das mache ich nämlich bei mir auch. Und gleichzeitig gehen die Wände kaputt. Einfach ja, wunderschön. Bei mir auch. Aber jetzt kann ich wenigstens die ganzen Bäume fällen und dann fliegt es auf die Hütte hier. Ja. Gleich Abrissparty feiern. Ich glaube, es passiert gar nichts. Nee, irgendwie gerade nicht, ne? Ja, kannst du einen Baum fällen? Weiß ich nicht. Ich kann gar nichts dürfen. Bei mir stehst du auch nur... Hui! Bei mir geht die Zeit gerade so extrem schnell vorbei. Ja, bei mir nicht. Bei mir ist jetzt Nacht. Jetzt ist wieder Tag. Okay, das habe ich nicht... Alter, das musst du dir dann anschauen, wenn das Video online ist. Das musst du dir geben. So geil. Bei mir passiert gar nichts. Ich kann überall reinhämmern, nix. Lol. Ich fäll jetzt einfach mal den... Ah, jetzt bin ich rausgeflogen. Interessant. Super. Ach ja, schön. Ein Träumchen. Also bei mir, jetzt ist bei mir wieder dunkel, jetzt ist wieder hell. Okay. Jetzt bei dir auch. Ja. Wenn der Tag immer so schnell rumgehen wird. Ja, gell. Kommen dann auch Kannibalen? Ich glaube, die waren schon da, oder? Das waren diese komischen, die da rumkriechen. So, jetzt warten wir nur noch auf den McKay. Ja, zum 10. Ja. Jetzt hat sich's bei mir auf. Ja, jetzt bin ich auch raus. Du hast dich aber noch lange gehalten. So. Ja, ich hab's mir auch gerade gedacht. Ja. Hart. Du zwingst deine Frau, dass sie dir zu... Ja, das ja. Muss sein. Die hockt jetzt im Wohnzimmer neben dir auf dem Laptop auf der Couch, oder? Nee, die hockt in einer ganz anderen Stadt. Ah, also muss der ganz schön schlimmerer sein, oder? Ja, natürlich, so weit weg wie möglich. Zum Glück hört sie das jetzt gerade nicht. Ach so, ja genau. Sie wird sich jetzt gerade denken, na, zum Glück ist die Scheiße aus. Muss ich den nicht mehr ertragen. Ach ja. Nee. Der Wahnsinn. So, wir brauchen eher uns einen Schmuchtelrechner dann. Ja, der wird sich jetzt noch einen wichsen oder sowas. Ich glaube auch, ja. Ja, bis der fertig ist. Ach ja. Toll. Jetzt stehen wir hier. Ja, stehen wir hier und können nichts machen. Machen schon, aber es bringt ja nichts. Nö, es guckt keiner zu. Hört keiner zu. Einfach toll. Day. Ja, würde ich auch sagen. Und dann macht er so einen Stress. Der Mackey. Ah ja.
frage ihn jetzt mal, ob er bald mal wieder da ist. Soll ich rübergehen und klingeln? Ja, schlag ihm mal eine, bitte. Ich verarsche ihn eh immer. Ja? Sein Schlafzimmer ist neben meinem Zimmer. Und ich sage nur zu seinen Alten, hey, ich habe euch ficken gehört. Ach Gott. Ja. Und wenn sie verdutzt schaut, dann weiß ich, jetzt haben So kann man es natürlich auch machen. Ne? Ach ja. Was? 2 Tage, 5 Stunden und 39 Minuten? Mhm. Was ist denn das? Dann kommt das nächste Update. Ach so, naja. Okay. Das heißt, ich muss ja Rechner laufen lassen. Ja, genau. Nee. Ach Gott. Mei, wo bleibt denn jetzt die Sackbratze da? Das gibt's ja nicht. So, mal schauen, ob er mir... Er antwortet gerade. Ja. Jetzt kommt er gleich mit Mimi. Ich habe ihm gerade gefragt, ob er gerade am Wichsen ist oder was los sei. Dann hat er geschrieben, ja, die Pause muss genutzt werden. Ja, das glaube ich. Ja, dann schreib ihm schnell, er soll seinen Teller abholen. Neun durchziehen, bevor es wieder losgeht hier. So. Alles wieder bereit. Ich hoffe. Der soll sich jetzt mal beeilen. Auch so ein dickes Standmikro vor der Schnauze. Ja. Ja. Also was heißt dick? Ja, dicker wie ein Headset halt, so ein kleiner. Ja, ist schon, ne? Ja. Was hast du für eins? Ich. Kannst du meinen lutschen, hol den Bringelteller gefälligst. Ich hab voll das Heftige. Ich hab Microsoft Headset für 15 Euro, Alter. Aber dafür klingt es nicht allzu schlecht. Gut. Das ist auch extra speziell für Sprachchat. Voll gut. Ach, laber nicht. Mhm. Doch. Ja. So ein Scheiß. So, sind wir wieder online? Nein. Okay. Ich muss erst mein Spiel starten. Dann erkläre mir jetzt, was du vorhin gemeint hattest mit dem Intro, Outro, wie auch immer. Ich habe ja, das hatten wir, glaube ich, am Anfang schon mal geklärt oder besprochen, dass du in vielen Videos einfach eine Zocker-Session machst, eine komplette, und dann keine Begrüßung und keine Verabschiedung hast. Einfach nur, es geht einfach während dem Spiel weiter und es hört einfach abrupt auf. Ja. Genau. Und das musst du ändern. Das muss ich ändern. Ja, aber das... Ja, aber wenn... Weil ich habe das bei meinen, zum Beispiel bei meinen Dead by Daylight Videos, wenn ich keinem Schwein sage, dass ich aufnehme, habe ich auch einfach separat den Ladescreen einfach ein paar Mal geschnitten und den länger gemacht und da in dem Ladescreen dann quasi im Nachhinein eine Begrüßung eingefügt und dann ging das los. Aha. Genau. Und bei... Was war das denn noch? Ich weiß nicht. Und das Outro war dann einfach nur ein Schriftzug, wo halt dann drin stand, vielen Dank fürs Zuschauen, bla bla bla. Hey, weißt du, was das hast du einfach nach jedem Video gemacht. Ja. Okay. So, Moment. Weißt du, was ich immer mache? Erzähl. Ich spule die Scheiße vor, bis das endlich losgeht, was ich... Aber warte. Nein, ich kann mir das ja... Ich analysiere deinen Kanal demnächst mal. Ja, toll. Mach das. Dann sieht er den hässlichen Trailer. So, da sind wir wieder. Wir sind wieder da. Servus. Ich muss jetzt nur ganz kurz alle wieder einladen. Continue. Das Game. Mach mal schneller. Ja, ich bin doch schon dran. Mal. Aber nicht schnell genug. Sag mal. Die sind ja drauf. Schneller. Das liegt alles an den Drogen. Alles an den Drogen. Ja, wir kriegen ja keine. Eben, ganz genau. Lass mal welche rüberwachsen. Es tippt fleißig. Ja.
ja. Der ganze Scheiß vibriert und kracht. Ja, das spüre ich hier noch in Baden-Württemberg, Mann. Ach, halt's halt rum. So, Create Lobby, Talking to Steam. Pussy. Invite Friends. Ich will Freunde einladen und keine Homos. Tja. Das ist die Scheiße. Continue. Hat da gerade jemand gebohrt? Nein, das ist meine Crackpipe. Ach so. Ja. Hey, Gesundheit. Danke. Warte mal. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Hast dich gut draufgesetzt? Oh oh. Danke, Tom. Und hallo. Hallo, gut. Tom. Hey, Tom. Was ist Forrest ist wirklich cool, aber Domme ist einfach nur schwul. Und was ist mit mir? Ich werde hier wieder ausgelassen. Sorry. Er hat gesagt, ich dachte, so weit sind wir inzwischen, dass es einfach, ja, so ist, wie es ist. Dass ich eh der Beste bin. Dreamgirlie, ich weiß nicht, an was es lag. Ich habe jetzt einfach alles einfach neu gestartet und ich hänge jetzt nicht mehr am WLAN, sondern am LAN. Ich sitze jetzt nicht mehr so super geil bequem, obwohl eigentlich liege ich sogar bequemer. Jetzt habe ich sogar meine Füße hochgelegt. Das ist sogar noch geiler. Und ich hoffe, es wird jetzt besser werden. Er sitzt jetzt auf mir drauf. Mhm. Ja, deswegen ist es so bequem. Auch so viel dann an meinem Ding. Sind die, die Bäume sind wieder da. Ja, leck mich doch. Was? Was? Die Bäume sind wieder da. Welche? Und zwar alle. Alle. Das ist doch voll geil. Fuck. Was ist denn das jetzt? Ich gebe mir hier einen Arzt, Alter, und die rattern mir einen Wolf. Ja, aber stimmt gar nicht. Bei mir stehen die. Hä? Ich stehe gerade in einem. Stehe ich dann bei euch in einem drin gerade? Ah, jetzt ploppen sie alle weg. Jetzt ploppen sie alle weg. Oh, schade. Jetzt habe ich mich gerade so gefreut. Ach, das ist jetzt so schade. Was? Oh. Voll die miese Scheiße gewesen. Warum? Voll die Fata Morgana. Wir müssen laufen müssen fürs Bäume fällen. Ja, das wäre voll geil gewesen. Also bei mir ist es, bei mir waren die von Anfang an weg. Bei mir waren die nicht mehr da. Doch, bei mir schon. Aber dafür sind die Büsche alle wieder da. Ein Bambus-Internet, weißt du, oder ein Bambus-PC, da dauert es ewig, bis es nachlädt. Und bei mir geht es einfach fatz und fertig. Ja, genau. Ich habe keine LAN-Verbindung, ich habe eine LAM-Verbindung. Genau. Und mein WLAN-Kabel ist kaputt. Ja, meins auch, deswegen habe ich jetzt ein neues geholt. Jo. Ach ja. Okay. So, sagte Sonki und starb. Boah. Ich brauche jetzt einen Fuß. Wenn ich jedes Mal sterben würde, wenn ich so sagen würde, wäre ich nur am Sterben. So. Dann komm her, ich trete dir meinen so tief in den Arsch, dass du mir die Zehennägel kauen kannst. Oh ja, bitte. Ich stehe drauf. Oh. So, erstmal Medizin reinpfeifen. Ich bin auch mal so erotisch, wie sein Stöhnen ist. Kein Wunder, dass die Frauen weglaufen. Ah, ich habe so viele Stöcke, da könnte ich echt ein paar in den Arsch schieben mal. Ja, ich kann dir auch ein paar reinschieben. Ja, das glaube ich dir sofort, dass du das kannst. Also ich weiß ja nicht, was ihr für Krüppel seid, aber ich habe nur einen. Was? Stab? Ja. Also wir sind ein bisschen besonders. Wir sind die nächste Evolution, wir haben gleich zwei Penisse. Mhm. Ja, ich habe eine ganze Handvoll, ihr Lutscher. Also... Also wenn ich meine in die Hand nehme, ist die Hand auch voll. Ja, das stimmt. Ja, das ist naja, ja. Schon zur Hälfte. Totem gesehen. Ah. Was? Welches was? Totem? Die ganzen Dinger hier. Wo? Da hängt ein Regenschirm drin. Was, bei uns? Nein, Lurch, hier, wo da. Ich Hallo, hier bin ich wieder, der Zukunftssonki. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß bei dieser Folge mit all dem Sexismus, den Perversionen und dem anderen Kram, den wir so angestellt haben. Und ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Und ich würde sagen, auf dann, bis Wiedersehen, euer Sonki. Ciao!